Hast du Milch? Jetzt nicht mehr. Alles läuft genau so, wie ich es geplant habe. Bald wird die gesamte Welt ohne Kuhmilch sein. Keine Butter auf Toast, keine Eiscreme, kein Käse und nichts als trockene Frühstücksflocken. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Irgendwo über dem Mittelmeer. Möchten Sie die italienische Vorspeise, mein Herr? Nein, danke. Davon bekomme ich Ausschläge. Unser vegetarisches Gericht? Nein, macht mich schwermütig. Dann darf ich Ihnen die griechische Platte empfehlen. Sie ist köstlich. Na gut, wenn Sie darauf bestehen. Guten Appetit. Schön, Sie wiederzusehen, Spy Fox. Ah, Monkey Penny. Also das nenne ich ein Fertiggericht. Also, gestern haben unsere Agenten die Fabriken und Büros der Vereinigten Mu-Saftwerke verlassen und ohne Milchvorräte vorgefunden. Bald werden die noch verbliebenen Milchreserven der ganzen Welt verbraucht sein. Die Vorstellung, trockene Frühstücksflocken zu essen, ist schwer zu schlucken. Ja, das ist es. Hier ist der einzige Hinweis, den wir haben. Ziegenkäse und auch noch fettarm. Unsere Agenten machten das Foto im Büro von Herrn Heinrich Hagen Hornochs III. Präsident und Hauptgeschäftsführer der Vereinigten Mu-Saft-Gesellschaft. Genau. Wir nehmen an, dass er wertvolle Informationen über die Milchkrise hat. Das einzige verfügbare Foto von ihm ist in Ihrem Kartoffelbrei versteckt. Herrn Ochs zu finden ist Ihre Hauptaufgabe. Er dürfte unschwer zu erkennen sein. Die Ziegenkäseproben, die wir im Büro von Herrn Ochs gefunden haben, stammen offenbar von der Insel Acidophilus. Ihr Flugzeug wird jetzt jeden Augenblick über die Insel fliegen. Ich habe schon die mobile Einsatzzentrale des Spionagekurs aufgebaut. Dort treffen Sie sich mit mir und später auch mit Quack. Der Eingangscode steckt in Ihrem Glückskeks. Fragen? Nein, bin schon unterwegs. Gut, Monkey Penny Ende. Hätte ich meinen Fallschirm bloß nicht im anderen Smoking vergessen? Vielleicht hilft mir eines meiner Spiongeräte weiter. Welches davon sollte ich wohl nehmen? Das ist keine so sichere Sache. Da habe ich also meinen Amboss vergessen. Das eine Mal, wo ich kein Taxi brauche. Entschuldigung, dieses Flugzeugessen macht einen jedes Mal fertig. Das ist nicht gerade der Auftritt, den ein Superspion wie ich normalerweise macht. Das also ist die verschlafene kleine griechische Insel Acidophilus. Anscheinend bin ich zur unpassenden Zeit angekommen, denn alles scheint geschlossen zu haben. Ich sollte mich bei Monkey Penny in der mobilen Einsatzzentrale des Spionagekorps melden. Hey, wollen Sie meine Tätowierung sehen? Ihre Mutter muss sehr stolz auf Sie sein. Wollen Sie meine Tätowierung sehen? Beenden. Laden. Sichern.